Lassen Sie uns mit jener Geste beginnen, die Philosophen sehr gerne mögen, nämlich einen Schritt zurück zu tun. Und bleiben wir ganz unmodern bei einem deutschen Wort, dem Wort stiften. Welchen Klang hat das Wort stiften für Sie? Sie sind ein Stifter. Also Herr Schall, ich komme sofort auf Ihre Frage zurück, aber ich möchte mich zuerst herzlich bedanken für die Einladung, dass ich wieder hier sein darf an diesem wichtigen, schönen Anlass. Und ich bezolle meinen großen Respekt für alle, die an einem so schönen Sommernachmittag um diese Zeit noch Sitzleder haben für eine philosophische Stunde. Also, ein Stifter. Ich glaube, für mich ist ganz klar im Zentrum der Sinn, der Zweck. Man stiftet etwas für einen Zweck. Das kann ganz verschiedene Motive haben. Es kann ein Motiv haben, dass man sein Vermögen organisieren will, weil vielleicht in der Nachfolge das nicht automatisch gesichert ist. Oder es kann sein, dass man etwas weiterführen will, was man bisher in einer anderen Rechtsform gemacht hat. Oder es kann sein, und das war wahrscheinlich in meinem Fall primär, dass man irgendetwas hat, was einen bewegt, was man bewegen möchte. Und dann sieht man diesen Zweck und stiftet eben etwas. Und ich glaube, bei diesem Stiften, wenn ich das noch anfügen darf, ist ja so entscheidend, dass das nicht immer um Geld geht. Natürlich ist sehr häufig das Geld im Zentrum, das ist ein Stiftungskapital. Aber es gibt auch wunderbare Beispiele, wo Menschen eine Stiftung gründen, für einen Zweck, für eine Passion, für die sie das Leben einsetzen wollen, aber nicht viel Kapital haben. Aber sie gründen die Stiftung und suchen nachher die Unterstützung bei anderen Donatoren. Also das Spektrum ist sehr weit. Haben Sie hier eine bestimmte Stiftung im Auge? Irgendjemand hat eine große Passion, gründet eine Stiftung, involviert Leute und beginnt erst dann etwas in Bewegung zu setzen. Ich habe jetzt nicht an eine bestimmte Situation gedacht, aber ich glaube, das trifft zu für viele Leute, die wir gerade in der Schweiz unterstützen können, die etwas bewegen wollen und die eben die Unterstützung brauchen von jemandem, der ihnen das Kapital zur Verfügung stellen kann. Also sozusagen jeder Bürger könnte eigentlich eine Stiftung gründen, um jene Passion zu verwirklichen, an der ihm besonders liegt. Verstehe ich Sie richtig? Ja, ich glaube, wenn ein Mensch das Feu sacré hat, das Engagement, das unternehmerische Engagement, sozialunternehmerische, dann ist es wahrscheinlich heute für fast alle Vorhaben möglich, entsprechenden Support zu finden. Gut, das ist eine interessante Aussage. Eben, also Stiftung nicht nur für Leute, die bereits über viel Kapital verfügen, sondern Stiftung für Leute, die etwas bewegen wollen. Genau. Gut. Jetzt habe ich mal im Grimms Wörterbuch nachgeschaut, was eigentlich Stiften heißt, im ursprünglichen Sinne. Und da steht, durch einen Willensentschluss und ein zweckentsprechendes Handeln, kongruent mit Ihrer Definition, den Beginn eines Werkes oder einer Handlung herbeiführen. Also wer etwas stiftet, hat immer schon im Sinne, etwas zu schaffen, das ihn gleichsam überdauert. Also der Zweck überdauert so unter Umständen das Leben des Stifters. War das auch Ihre Perspektive als Stifter, dass Sie etwas hinterlassen wollten, dass Sie ein Werk schaffen wollten? Also ich werde wahrscheinlich in unserem Gespräch immer wieder sagen müssen, das Spektrum der möglichen Stiftungen in den Real World ist so weit offen, dass fast alles Platz hat. Ich denke zum Beispiel, wenn Sie von Stiften sagen, bin in letzter Zeit öfters in Österreich unterwegs, nachdem ich eine Österreicherin geheiratet habe, und da sehen Sie ein Stift, das wir gar nicht kennen hier. Also, das ist etwas, was für die Ewigkeit gedacht wurde, der Stift. Aber es gibt auch Stiftungen, die können nur für einen bestimmten Anlass oder für eine bestimmte, sehr beschränkte Zeitdauer gedacht sein. Das war in meinem Fall, als ich die Avina-Stiftung gründete, war das eigentlich die Idee. Wir hatten versucht, zur Konferenz von Rio eine unternehmerische Perspektive einzubringen und haben diesen Begriff des Kurswechsels dann geprägt,
Titel des Buchs. So, ein Kurswechsel ist ja par Definition eine in der Zeit beschränkte Angelegenheit. Das, sonst geht man im Kreis herum. Oder? Also man geht, ja, man geht jetzt hier und will den Kurs wechseln nach da. Und das ist eine Kurve und die hört irgendwann auf. Und deshalb haben wir damals gesagt, okay, wir geben jetzt, ich meine, tönt furchtbar überheblich, ich weiß, wir geben Südamerika, wo das hauptsächlich geplant war, 15 Jahre Zeit. 15 Jahre. 15 Jahre. Ich dachte, das ist ja furchtbar lang. Meine in unternehmerischen Perspektiven sind 2-3 Jahre lang, heute sind es wahrscheinlich 2-3 Monate. 15 Jahre. Okay, deshalb haben wir das Ganze auf 15 Jahre gedacht. Und so, nach 10 Jahren wurde mir klar, dass die 15 Jahre viel zu kurz sind. Wie haben Sie das festgestellt? Also, warum ließ sich in 10 Jahren nicht schon umsetzen, woran Sie gedacht haben? Also, was wollten Sie genau bewegen? Es geht ja um die Nachhaltigkeit. Und warum, vielleicht können wir hier ein bisschen in die Tiefe gehen, warum haben diese 10 Jahre nicht gereicht? Weil die Lernprozesse, die kollektiven Lernprozesse, die es dazu braucht, die Bewusstseinsbildung und die politische Manifestation eines geänderten Bewusstseins einfach viel länger braucht. Ich habe vom Generalsekretär der UNO-Konferenz, Maurice Strong, der mich ja eigentlich engagiert hat, habe ich ein interessantes Bonmot, das mir immer wieder vor Augen kam und immer wieder bewusst wurde. Er sagte, the biggest force in the world is called inertia. And it's defined as the resistance against change. Also ein Kurswechsel ist change. Und es gibt halt unglaublich viel Resistenz dagegen. Also der Mensch ist auf Trägheit angelegt. Sozusagen. Es ist so. Und Nachhaltigkeit impliziert ja ganz fundamental, dass wir uns engagieren für Prävention. Und nicht warten bis zum kurativen Stadium, wo man nur noch Schaden begrenzen kann. Und leider sind wir Menschen, individuell und kollektiv, halt nicht so veranlagt. Wir machen halt weiter, bis es dann wehtut und irgendwann vielleicht sind wir dann so weit, dass wir Schaden begrenzen wollen. Also ging es Ihnen eigentlich von Anfang an darum, eine Art Bewusstseinswandel einzuläuten und dafür braucht es eben mehr als 10 Jahre, aber ich würde sagen, dafür reichen vielleicht nicht mal 100 Jahre. Ja, Sie haben sicher recht, ja. Also das braucht noch 2 oder 3 zusätzliche Leben. Es gibt natürlich verschiedene Definitionen oder Dimensionen, besser gesagt, Dimensionen dieses weitreichenden Begriffs der Nachhaltigkeit. Die wirtschaftliche, die unternehmerische Mängel sind, aber auch die gesellschaftliche. Und in der gesellschaftlichen war für uns, vor allem in Lateinamerika, war ganz wichtig zu helfen, dass die Zivilgesellschaft, die ja ein damals neues Phänomen war, die organisierte Zivilgesellschaft, dass wir helfen konnten, diese Bewegung zu verstärken, zu organisieren, die Effizienz zu verbessern und damit dieser Gesellschaft, dieser Zivilgesellschaft ein Gewicht zu geben gegen die etablierten politischen Kräfte. Also an welche Projekte können wir denken? Also was haben Sie unterstützt, das dann eben sozusagen zum Erwachen der Zivilgesellschaft beigetragen hat? Was kann das sein? Also ein Beispiel, ja. Ein Beispiel. Ich war in einem Vorort von Mendoza in Argentinien. Und da hatten wir ein Projekt, wo wir Lawyers unterstützten, Anwälte unterstützten, die zu den Armen gingen, um den Armen zu helfen, zu ihrem Recht zu kommen. Und da habe ich mit ein paar von ihren Klienten reden können. Das sind arme Leute aus den Villa Miseria, wie es dort genannt wird, aus den Favelas. Und die sagten, ja, aber Recht, das ist doch nicht für uns. Recht, das ist für die Mächtigen, die machen Recht. Wir leiden darunter. Das war ein langer Prozess, mit diesen Leuten zu arbeiten, um ihnen überhaupt das Gefühl zu vermitteln, dass das Recht einmal zu ihrem Schutz sein könnte. Gut, Recht sollte eigentlich zum Schutze der Schwachen sein. Richtig, ja. Genau. Aber ist eben oft nicht. Aber das ist jetzt eine so große, sozusagen eine so große Frage oder eine so große Dimension, dass man dazu neigen könnte zu sagen,
es ist unmöglich für irgendeine Stiftung hier wirklich etwas zu bewegen. Das ist too much, das geht nicht. Also braucht es dann das Zusammenwirken verschiedener Stiftungen, braucht es unendlich viel Geduld, braucht es Resignations, sozusagen Intoleranz. Das klingt für mich nach einem sehr großen Projekt. Ja, das war es natürlich auch. Mhm. Am Anfang ist die Ambition grenzenlos. Also man will die Welt retten. Oder? Und das ist ja schön, wenn man, wie in meinem Fall, eine Stiftung in relativ jungem Alter beginnen kann und mit Engagement beginnen kann und nicht einfach Geld verschenken. Und dann fängt man an und dann kommt die Erfahrung und dann mit der Erfahrung die Einsicht, dass es nicht so einfach ist und dass es länger geht und dass es viel komplizierter ist und viel Widerstand und. Und dann wird man eben älter und statt der Vision hat man dann Erfahrung. Mhm. Ich glaube, das ist das Leben. Aber Sie sind nicht resigniert, im Gegenteil. Nein. Ich habe Sie richtig verstanden. Sie sagen ja, eigentlich sollte jeder seine Stiftung gründen. Erfahrung ist ja nicht Resignation. Genau. Erfahrung ist nur Lernen. Lernen, dass es nicht so einfach geht, wie man halt geträumt hat. Mhm. Aber ich glaube, in unserem Fall ist das ein interessanter Prozess gewesen. Wir haben angefangen, viele, viele kleine Projekte zu unterstützen, auch größere, aber viele kleine. Leute, die eben eine Idee hatten, einen Plan hatten, ein Projekt hatten und in unserer Beurteilung auch die Gabe hatten, die Voraussetzungen hatten, das umzusetzen. Dann haben wir uns mit diesen Leuten zusammengetan und haben mit ihnen diskutiert, wie kann man das, was sie machen wollen, vielleicht noch besser machen, noch breiter, noch effizienter und so weiter. Und da konnten wir dann auch unsere unternehmerische Erfahrung einbringen. So. Das hat sicher Tausenden, vielleicht kann man sagen Millionen von Leuten, in irgendwelcher Weise direkt und indirekt geholfen, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Aber dann haben wir gelernt, dass es auch einen anderen Weg gibt, nämlich einen systemischen Weg. Und das ist, was wir heute vor allem machen. Mhm. Also statt viele kleine Projekte versuchen, systemische Projekte zu lancieren, die sich dann um Themen kümmern, hinter denen sich wieder ganz viele verschiedene gruppieren. Das Thema kann sein, und sind konkret unsere Themen, Wasser zum Beispiel. Wasser ist ein so fundamentales Thema. Es kann sein der Amazonas. Ein sehr interessantes Thema, sehr unternehmerisch interessantes Thema, die Recycling, also die Abfallverwertung, Wiederverwertung, das Abfallsammeln von den Leuten. Und das kann dann mit Hilfe einer und mehrerer Stiftungen, wir sind da in der Regel zusammen mit anderen, kann dann wirklich bewegen, dass es Dimensionen, sagen wir, das Ganze Dimensionen annimmt, die man sieht. Gut. Also es geht um die Vernetzung der Stiftungen untereinander. Ja. Also wenn jede für sich kämpft, ist das vielleicht schön und gut und macht dem Stifter Ehre, aber der Impact bleibt überschaubar. Mhm. Jetzt, was ist wichtig für die Dynamik einer Stiftung? Ist es eher eben der Stiftungszweck? Sie haben das auch an diesem Zweck festgemacht. Oder ist es eben trotzdem auch noch der Stifter? Also muss eine Stiftung eigentlich, ist eine Stiftung dann am dynamischsten, wenn der Stifter noch lebt, weil er sich ständig wieder inspirieren kann und weil dieses ganze Netzwerk auch herstellen kann? Oder funktioniert die genau gleich gut ohne Stifter? Ja, also die Stifter, jetzt mal abgesehen vom Sprechenden, die werden ja alle älter, oder? Mhm. Genau. Und das heißt nicht unbedingt, dass sie dynamischer werden. Ja. Der Zweck seinerseits ist oft sehr rigide festgehalten. Der Zweck wird formuliert in einem bestimmten Moment des Lebens, in bestimmten Umständen des Lebens und ist dann festgenagelt und ist, zumal nach Schweizer Recht, sehr schwer, wenn überhaupt, zu ändern. Mhm. Die Umstände ändern aber. Das heißt, der Zweck kann sehr wohl die Dynamik einer Stiftung und auch die sinnvolle Entwicklung einer Stiftung behindern. Mhm. Also es braucht das Zusammenspiel. Wenn der Stifter älter wird und einen guten Stiftungsrat hat, der hoffentlich jünger ist und dynamisch ist und in der Lage ist, den Zweck nach neuen Gesichtspunkten neu zu interpretieren, dann, glaube ich, hat man die beste Voraussetzung, dass eine Stiftung eben nicht erstarrt, sondern dynamisch bleibt. Gut, das ist natürlich der Idealfall, aber der Idealfall ist nicht der Normalfall. Würde es dann vielleicht Sinn machen, eben eine Stiftung in möglichst jungen Jahren zu gründen, erstens,
und sie zweitens auf eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Zeit einzurichten, sie zu terminieren, sozusagen eine Verbrauchsstiftung einzurichten, für 20, für 30 Jahre, weil man dann als Stifter Inputs geben kann die ganze Tätigkeit befruchten kann. Wäre das ein neues Konzept? Also einerseits die Demokratisierung, die Sie am Anfang genannt haben, jeder soll doch eine Stiftung gründen. Auf der anderen Seite eine Stiftung für eine bestimmte Zeit und möglichst dann zu gründen, wenn man noch jung und fit ist. Ich glaube schon, dass das der Idealfall ist. Aber leider sind das Ausnahmen. Ich meine, in meinem Leben war die Tatsache, dass ich diese Awiner Stiftung gegründet habe, war gegeben durch eine ganze Kette von Umständen. Das war das Sabbatical, das ich machen wollte, was dann eben zu dieser UNO-Konferenz führte. Es war die Tatsache, dass mein Vater und wenige Monate nachher mein jüngerer Bruder gestorben sind. Mein Bruder hat mir, weil er keine Erben hatte, sein Unternehmen, sein Vermögen hinterlassen. Und das alles hat mich dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ja, diese UNO-Konferenz, das war spannend, das war faszinierend, habe viel gelernt und alles, aber es war doch ein Haufen Reden, oder? Es war ein Haufen Theorie. Also ich möchte jetzt mal versuchen, so etwas umzusetzen konkret. Und deshalb habe ich das in einem Alter gemacht, wo andere erst anfangen, ihr Vermögen zu öffnen. Gut, ja, das stimmt. Aber wenn Sie zurückblicken, würden Sie sagen, noch besser wäre es gewesen, Sie hätten die Stiftung mit 30 gegründet. Ja, meine erste Stiftung habe ich, war Fundes, für die Kleinunternehmer. Die habe ich gegründet 1984, da war ich 37. Mhm. Also das war ziemlich jung. Das war ausgehend auch von einem Gespräch mit meinem Vater, als wir sagten, meine Eltern und meine Vorfahren waren immer philanthropisch tätig. Meine Großmutter hat die erste Station zur Untersuchung und Pflege von Tuberkulose im Rheintal gemacht. Sie hat ein Ferienheim für minder bemittelte Kinder gestiftet und so. Also das war, aber es war alles in der Schweiz. Aber ich meine, in den 80er Jahren war man ja global geworden. Und mein Vater und ich diskutierten über einem Bier nach einem langen Sitzungstag. Ja, eigentlich müsste man doch auch die philanthropische Dimension jetzt globalisieren. Und daraus entstand dann die Idee Fundes. Wo sehen Sie die Gemeinsamkeiten zwischen philanthropischem und unternehmerischem Handeln? Sie haben den Gestaltungswillen erwähnt. Ist das das verbindende Element? Sicher, das ist etwas vom Zentralen. Bei einer Stiftung, die eben unternehmerisch gegründet wurde, weil es gibt ja viele Stiftungen, die Leute erst machen, wenn sie im sehr fortgeschrittenen Alter sind und dann nicht mehr unternehmerisch tätig sein können. Das gibt es auch. Aber wenn jemand eine Stiftung macht, noch mit einem Zweck, mit einer Mission, mit einer Vision und noch die Kraft hat und auch den Willen hat, sich einzusetzen, dann glaube ich schon, dann ist das der Idealfall. Mhm. Könnte eine Stiftung sozusagen auch als fast als eine Art Venture Capitalist Agentur dienen? Also man könnte ja sagen, Unternehmen müssen irgendwo kalkulierte Risiken eingehen. Eine Stiftung kann sich letztlich an ein biblisches Motto halten, indem sie nämlich sagt, ich säe und irgendwann werde ich ernten. Sie kann die höchsten Risiken eingehen, wenn sie Geld verliert, geht die Welt nicht unter. Sie hat einen Zweck, sie versucht diesen Zweck zu erfüllen. Müssten also Stiftungen nicht konservativ ticken, sondern im Gegenteil absolut risikofreudig agieren? Ja, ich glaube, das gibt es ja heute und noch nicht so lang. Also als wir angefangen haben vor 20 Jahren, waren wir noch unter den frühen Pionieren. Ich glaube schon, dass, und es gibt ja da eben die Kontrapartie, das sind die Social Entrepreneurs. Die gab es eben auch nicht in diesem Sinne, die organisierte Zivilgesellschaft. Und ich glaube, dass diese beiden Phänomene miteinander und parallel gewachsen sind und sich gegenseitig befruchten können. Also in dem Sinne bin ich sehr, sehr mit Ihnen einverstanden, dass Stiftungen schon Venture Capital-artig junge, aufstrebende NGOs, Social Entrepreneurs unterstützen können und eben mehr geben können als nur Geld. Unternehmerisches Denken. Unternehmerisches Denken, unternehmerische Bildung, Erfahrung, Beratung. Genau.
Zum Teil ganz praktisch, Buchhaltung, solche Dinge. Was war das verrückteste Projekt, das Sie jemals unterstützt haben in Südamerika? Den Versuch, den Drogenwahnsinn der USA zu beenden. Das haben Sie mit einer Stiftung versucht? Ja. Können Sie da in die Details gehen? Ja, ist noch ein bisschen zu früh. Aber der Ursprung war interessanter. Es hat mich jemand in einer größeren Runde von Avina-Partnern hat mich gefragt, wenn Sie jetzt nur ein einziges Thema unterstützen dürften, das für ganz Amerika wichtig ist, zentral ist. Und ich hatte, es war so ein ähnlicher Anlass wie heute, ich hatte keine Zeit, um nachzudenken. Und ich musste einfach spontan sagen, was ist das größte Problem in Südamerika? Es ist der amerikanische Drogenkrieg. Der ist ein absoluter Wahnsinn. Er wird seit 1972 als Krieg, erklärter Krieg, geführt, wird jedes Jahr vergrößert, jedes Jahr wird das Problem größer. Es ist längstens bewiesen, dass er kontraproduktiv ist. Es ist ein kollektiver Wahnsinn. Und es fängt jetzt langsam an zu ändern. Aber es geht so lang. Gut, also Sie haben sich sozusagen mit Projekten oder in Projekten mit den USA angelegt. Das kann, man so sagen. Kann man so ohne sagen. Übertreiben. Gut. Was war das verrückteste Projekt, das Sie in der Schweiz schon unterstützt haben? Oh, ja, die Schweiz ist ein bisschen weniger verrückt. Hier geht die Normalität. Ich glaube, hier haben wir immer wieder versucht, Dinge zu unterstützen, die andere nicht gemacht haben, aus vielen Gründen. Ich erinnere mich an die Diskussionen vor vielen Jahren um Frauenhäuser. Das ist etwas, was verwaist war in der Stiftungswelt. Ich weiß nicht, ob Stiftungsräte Hemmungen hatten, darüber das Problem zu reden. Oder? Und das war so etwas, wo wir am Anfang sein konnten und solche Initiativen unterstützen konnten und damit dem Ganzen auch Auftrieb geben konnten. Eben jetzt kommt das Philanthropische sozusagen zum Unternehmerischen hinzu. Jetzt möchte ich einen Schritt zurück machen und Sie fragen, also ist eigentlich nicht der erfolgreiche Unternehmer immer schon Philanthrop, weil er nämlich durch unternehmerisches Handeln auf eigenes Risiko handelt, aber zum Nutzen aller. Also wenn er scheitert, trägt er die Konsequenzen und wenn er Erfolg hat, profitieren alle davon. Also der Staat, Steuersubstrat, die Arbeitnehmer und so weiter. Also ist eigentlich nicht der Unternehmer immer schon ein Philanthrop? Ja, das sagen die Leute, die reich werden und nichts verschenken wollen. Ich bin nicht ganz mit dem einverstanden. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen baue, ich produziere nützliche Produkte, sagen wir, ich Arbeitsplätze schaffe, ich zahle Steuern, also bin ich schon ein vorbildliches Glied der Gemeinschaft. Ja, okay, aber es ist doch ein Privileg, wenn man noch etwas mehr machen kann, wenn man noch etwas gestalten kann, das jenseits von Angebot und Nachfrage steht. Ich sehe das als ein freiwilliges. Ich sah soeben, als ich die Treppe raufkam, einen Spruch, der sicher von Gottlieb Duttweiler, ich weiß jetzt nicht mehr wörtlich, aber er heißt, die Freiwilligkeit ist der Preis der Freiheit. Sehr schön. Finde ich großartig. Könnte als Motto über dieser ganzen Tagung stehen oder über dem, was wir hier machen. Die Freiheit impliziert nicht nur eine Freiheit von etwas, vom Staat, oder was, sondern auch eine Freiheit, etwas zu tun. Etwas freiwillig zu tun, etwas von sich aus eigener Überzeugung, mit eigenem Engagement zu tun. Und wenn jemand, wie jetzt das in meinem Fall so ist, wenn jemand die Chance hat, das zu tun, und erst noch, wenn jemand die Chance hat, in relativ jungen Jahren das zu tun, dann ist das für mich ein großartiges Privileg. Jetzt das gängige Narrativ funktioniert etwa so, also eben der Unternehmer oder ich sage jetzt mal derjenige, der es zu Reichtum gebracht hat, möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben. Aber implizit schwingt immer mit, er hat etwas genommen und jetzt gibt er etwas zurück. Ich würde sagen, er hat gar nichts genommen. Was halten Sie von diesem Narrativ? Ich denke, dass das die Stimmung ein bisschen vergiftet. Ist das korrekt oder nicht? Ja, das ist eine typische Manifestation der Neidgesellschaft. Ja. Derjenige, der etwas hat, muss es jemandem genommen haben. Also ich kann damit nicht viel anfangen.
Aber das belastet mich auch nicht. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich verschenke etwas, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, ich hätte zu viel. Ich war nach einigen Jahren meines unternehmerischen Wirkens ganz nahe an der Pleite und ich weiß, was es heißt, wenn man vor dem Abgrund steht und wieder neu anfangen kann. Ich hatte dann sehr viel Glück, dass ich wieder neu aufbauen konnte und erfolgreich sein konnte. Also für mich ist das schlechte Gewissen ist also nicht relevant. Bin ich beruhigt. jetzt, ich habe mich mal noch ein bisschen eingelesen und habe gesehen, eben bei den Griechen war es ja so, jetzt machen wir einen kleinen Sprung, bei den Griechen war es so, die haben keine Steuern bezahlt, aber die freien Bürger, das war natürlich nur eine Minderzahl, die meisten waren keine freien Bürger, aber die freien Bürger, die es zu Reichtum gebracht haben, die haben öffentliche Güter freiwillig gespendet. Die Liturgien waren das damals. Und sie haben dafür Anerkennung bekommen. Also es gehörte sozusagen zum guten Ton, etwas zu stiften, und es gehörte auch zum guten Ton, das Stiften zu honorieren. Denken Sie, dass es möglich ist, so eine positive Rückkopplung wieder in Gang zu setzen? Also jemand, der gibt, ist nicht jemand, der sich die Absolution erteilen will, sondern es ist jemand, der etwas bewirken will. Und auf der anderen Seite kriegt er aber auch die Anerkennung, die er verdient. Ja, ich meine, das ist die heile Welt. So sollte es sein im Idealfall. Heute ist das sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass zum Beispiel in Amerika diese Haltung heute noch anzutreffen ist. Vielleicht auch nicht vollständig, aber doch in großen Teilen noch. Ich meine, ein Bill Gates oder ein Warren Buffett, die jetzt zig Milliarden verschenken, ich glaube, die kriegen gesellschaftliche Anerkennung dafür, dass sie das machen. Sie haben erstens die Anerkennung erhalten, dass sie so erfolgreich waren, und haben jetzt die Anerkennung, dass sie etwas Gescheites machen damit. Dort funktioniert das noch einigermaßen. Ich glaube, in Europa ist es schon sehr viel schwieriger. In den USA ist es auch so, dass die Stifter dazu tendieren zu sagen, tue Gutes und sprich darüber. Hier tun viele Leute Gutes und sprechen vielleicht nicht darüber. Ihre Stiftung heißt Avina Stiftung, sie heißt nicht Stefan Schmidheine Stiftung. Haben Sie immer versucht, diskret zu handeln, und würden Sie das heute anders machen? Ja, das ist eine gute Frage, und ich weiß heute noch nicht, ob ich eine klare Antwort habe auf das. Ich habe seit meines Lebens immer versucht, mich selber nicht groß darzustellen und nicht meine eigene Person zu promovieren. Ehrlich gesagt, es war auch ein Privileg, dass ich das nicht nötig hatte. Ich musste nirgends gewählt werden. Ich hatte selber keine Produkte zu verkaufen. Also ich konnte meinem Naturell gemäß eher, sagen wir jetzt, mit Low Profile leben. Es war natürlich auch noch eine Zeit vor Internet und Social Media. Heute ist das vielleicht überhaupt anders. Aber es gibt noch andere Gründe. Es gibt ja schon zwei Stiftungen mit dem Namen Schmidheini, und noch eine dritte zu machen, weiß nicht, ob das sinnvoll gewesen wäre. Würde ich es heute anders machen? Vielleicht, wenn ich jünger wäre und eben Facebook und weiß ich was, vielleicht müsste ich dann. Würden Sie sich voll exponieren und Gutes tun und noch mehr darüber reden. Ich habe mir einfach gedacht, eben eigentlich wäre es wie natürlich gewesen, dass Sie Ihren Namen auch in diese Stiftungstradition der Familie eingeschrieben hätten. Aber offensichtlich haben Sie dieses Bedürfnis nie verspürt. Nein, ich hatte nie das Bedürfnis, meinen Namen, unseren Familiennamen, plakativ zu verkaufen als Philanthropen. Ich hatte immer das Gefühl, die gute Sache verkauft sich von selber. Aber das ist vielleicht heute auch nicht mehr so. Deshalb sage ich Ihnen, das ist eine Frage, auf die ich nicht ohne weiteres eine klare Antwort habe, auch heute nicht. Jetzt möchte ich einen kleinen Themenwechsel vollbringen. Vielleicht können wir ein bisschen über die, das klingt jetzt ein bisschen geschwollen, über die Anthropologie des Stifters oder des gebenden Menschen diskutieren. Der Mensch wird ja dargestellt in den Medien, und er stellt sich auch selber so dar, wenn er über sich spricht, als jemand, als eine Art Mängelwesen, giergetrieben, mit Nehmerqualitäten. Er nimmt, was er kriegt. Eigentlich ist aber der Mensch immer auch reich an Ideen, an Emotionen, unter Umständen an Geld,
an Engagement. Und er verfügt über eine große Gabebereitschaft, eigentlich jeder Mensch. Wir machen uns selber schlecht, wir reden uns klein. Müssten wir, wenn wir sozusagen das Stiftungswesen weiter fördern wollen, nicht auch an einer Erzählung arbeiten, die den Menschen wieder als gebendes Wesen auch ins Zentrum rückt? Ja, eben, das ist dieser Spruch von Duttweiler im Treppenhaus. Ich bin schon Ihrer Meinung. Ich glaube, dass das leider eine Folge ist dieser ausufernden Sozialstaaten, wo alles und jedes vom Staat garantiert wird, wo der Mensch von der Wiege bis zur Bahre umsorgt wird, gepflegt wird, wo ihm alle Sorgen abgenommen werden. Daraus entsteht fast zwangsläufig, glaube ich, eine Nehmererwartung. Und vielleicht deshalb geht das spontane Geben tendenziell eher zurück. Ob es wirklich so sei, ist noch eine andere Frage. Man kann verschiedene Statistiken machen, ob das Geben wirklich zurückgeht oder ob es nicht zunimmt. Aber in der öffentlichen Empfindung, und das ist ja, was Sie ansprechen, ist es klar so, dass der Mensch nur noch als Wettbewerbswesen, als Wettkampfwesen, Krieg gesehen wird und dass demgegenüber die fürsorgende, hilfsbereite Komponente, die dem Menschen ebenso klar inhärent ist wie der Wettkampf, dass das eben vergessen wird. Und damit machen wir uns schlechter, wie Sie sagen. Das glaube ich auch. Ich habe mich implizit auf Peter Sloterdijk bezogen. Er schildert den Menschen auch als ein stolzhaftes Wesen. Er spricht dann vom Thymos, von thymotischen Energien. Geben ist ja etwas, das Freude bereitet. Also man stellt sich zwar dar, aber in einer guten Weise. Und heute gilt ja auch die Selbstdarstellung eigentlich als, als Makel. Vielleicht sollte man hier auch ein paar Hemmungen hinter sich lassen und zur Selbstdarstellung stehen, wenn sie eben mit Geben einhergeht. Ja. Ich glaube sehr. Also für mich, ich würde jetzt nicht den Begriff Stolz wählen, weil Stolz ist etwas, was nicht zwangsläufig in meinem Selbstverständnis. Aber Freude, ja. Ich habe immer gesagt, ich mache das, was ich mache als Philanthrop, aus Freude, aus Begeisterung, mit dem Gefühl des Privilegierten. Ich habe das immer versucht klarzumachen. Und insofern habe ich, glaube ich, nie versucht zu verbergen, was ich mache. Ich bin ja früher auch viel öffentlich aufgetreten und habe viel, wahrscheinlich dann in vielen Jahren dann mehr in Lateinamerika als in der Schweiz, aber ich habe geworben für ein philanthropisches Engagement der Unternehmer. Jetzt muss ich allerdings wieder sagen, ich versuchte mit dem Beispiel vorauszugehen und hoffte, es gibt in Südamerika sehr viele reiche Familien, Unternehmerfamilien, ich hoffte, ich werde eine gewisse Gefolgschaft finden. Aber wiederum, das ist halt so schwer, weil in der spanischen Tradition und Kultur gibt man der Kirche, man gibt Almosen. Aber also Caritas, reine Karitative. Aber dort hört es auf. Und über das hinwegzukommen war sehr schwierig. Eben das wäre dann sozusagen wieder dieser Diskurs des schlechten Gewissens. Also man gibt ein bisschen. Ja, wahrscheinlich. Man schaut vielleicht gegen oben. Die Ewigkeit. Ja, und hofft, dass jemand zuschaut und alles kommt gut. Ja, ja. Im Sinn von, alle Menschen müssen sterben, vielleicht auch ich. Also ja, genau. Für diese Möglichkeit ist es besser, ich verschenke ein bisschen etwas. Also würden Sie sagen, eben, dass sozusagen dieser unternehmerische Approach, der den Gestaltungswillen in den Vordergrund stellt, wenn es um philanthropische Aktionen geht, dass der in Mitteleuropa ausgeprägter ist als in Südamerika? Ja, in Mitteleuropa und schon auch in den USA. Es gibt in den USA sehr viele, sehr gute Beispiele von Menschen und Stiftungen, die sich für einen Zweck eingesetzt haben und sehr viel bewegt haben. Sie haben den Wohlfahrtsstaat angesprochen. Er begleitet uns von der Wiege bis zur Bahre, zweifellos. Der Wohlfahrtsstaat ist auch überschuldet und es gibt hier sicher einen Zusammenhang.
sollte der Staat, der einst viele seiner Leistungen nicht mehr bestreiten können, müssten dann Stiftungen einspringen? Können sie das? Sollen sie das? In der Betreuung, in der... Ja, also ich glaube nicht systemisch, denn das geht allein von der Größenordnung her nicht. Ich meine, mit allem Geld, das seit den Stiftungen versammelt ist, aber wenn man die Verschuldung der Staaten anschaut, ist das ein Tropfen auf einen großen heißen Stein. Aber dass Stiftungen ihrem Zweck entsprechend punktuell dort einspringen können, wo der Staat versagt, weil er nicht mehr zu dem in der Lage ist, was er tun sollte, was er versprochen hat, das glaube ich schon sehr, dass Stiftungen und Staat komplementär wirken können. Sie würden nicht sagen, dass eine Verflechtung von Staat und Stiftungen auch problematische Aspekte aufweist? Weil das eigentlich, das eine ist sozusagen Privatinitiative und das andere ist... Ja, öffentlicher Versorgungsauftrag. Ich weiß jetzt nicht, ob die FIFA als Stiftung... Als Verein. Also ja. Das ist ein schlechtes Beispiel. Aber natürlich kann es Interessenskonflikte geben und Problempotenziale. Aber ich glaube, dass wenn eine Stiftung sich richtig positioniert und mit klarem Konzept entsprechend dem Zweck und Auftrag, den sie hat, dort tätig wird, wo der Staat nicht oder nicht mehr seine Funktion erfüllen kann, das hat schon dann viel Sinn. Ich denke jetzt an eines der schönen Projekte, das wir in der Schweiz unterstützen, Origen, diese Kulturinitiative in Graubünden. Das ist vielleicht auch etwas, was man sagen könnte, ja, der Staat ist doch zuständig für Kulturförderung. Aber wenn er jetzt das da nicht macht, dann haben private Stiftungen eine echte Chance, etwas zu tun. Und ich glaube nicht, dass sich das stört. Mhm. Sie haben eben vorhin das andere Argument gebracht, also wenn der Staat natürlich immer einspringt und wenn er auch viel Steuersubstrat abschöpft, dann fühlen sich viele nicht mehr verpflichtet zu stiften, ja, weil sie sagen, ich bezahle viele Steuern, er übernimmt alles, ich kümmere mich nicht mehr um die Zivilgesellschaft. Das ist natürlich dann die andere Gefahr. Also wenn der Staat zu viel macht, dann erlischt das private Engagement. Ja. Und die Vorstellung von Freiwilligkeit. Genau. Die erlischt. Genau, nur noch Zwang. Also ja, genau. Gemeinnützigkeit ist immer mit Zwang verbunden und nicht mehr mit freiwilligem Engagement. Genau. Jetzt ist es aber so, dass natürlich in der Schweiz in den letzten Jahren extrem viele neue Stiftungen gegründet wurden. Also es gibt fast schon einen Stiftungsboom. Erwacht die Zivilgesellschaft neu? Können wir das gerade verfolgen? Wie nehmen Sie das wahr jetzt bezogen auf die Schweiz? Ich weiß nicht, ob das der Ursprung der Zivilgesellschaft ist. Ich glaube, es ist mehr ein Phänomen, dass jetzt die Generation, die Nachkriegsgeneration, die die Chance hatten, in diesem ganzen Aufbau, Wachstum und Wohlstand der Nachkriegszeit mitzumachen und zu profitieren, etwas aufzubauen, dass diese Generation jetzt in die langsam in die ins AHV-Alter kommt, oder? Und wo man eben sich überlegt, wie ist die Nachfolge zu gestalten und wohin geht das Geld, das ich gespart oder unternehmerisch erwirtschaftet habe. Und ich glaube, das ist mehr ein Phänomen von dieser Generationenfolge. Aber es gibt natürlich auch hier, es gibt alle Fälle. Wie würden Sie dann die Jungen begeistern, wollen, eben Stiftungen zu gründen? Wir haben jetzt viele Stiftungsgründungen, schön, es sind die Älteren, jetzt müssen das eben noch die Jüngeren sein, auch ohne Kapital. Also am liebsten mit dem Vorbild. Mhm. Am liebsten, indem ich mit ihnen rede und sie inspirieren kann und ihnen sagen kann, dass das, was ich getan habe, mir sehr viel gegeben hat, dass ich viel gelernt habe, dass es mich motiviert hat, dass es mir sehr viel Befriedigung und Freude gegeben hat. Und dann vielleicht den Leuten helfen, eine Idee zu entwickeln und zu konkretisieren. Denn die Jungen träumen ja, das war bei mir nicht anders. Man träumt, man hat eine Idee von einer besseren Welt und man möchte sich dafür engagieren. Es geht dann wahrscheinlich mehr um den Schritt, okay, wie mache ich jetzt das? Und da kann sicher eine unternehmerisch orientierte Stiftung sehr viel helfen. Die Inspiration. Mhm. Jemanden zu seinem Glück zu zwingen, das geht nicht. Aber jemand, der diese
diese Gabe, diese Berufung, dieses Engagement schon spürt, solchen jungen Menschen kann man als Vorbild und als Partner sicher helfen. Mhm. Vorletzte Frage, welche Stiftung müsste aus Ihrer Sicht erst noch gegründet werden? Welcher Zweck fehlt noch in dieser Welt? Wahrscheinlich die Förderung des gesunden Menschenverstandes. Ich glaube, unsere moderne Erziehung, die Ausbildung, die Wissenschaft und nicht zuletzt der politische Diskurs, denen fehlt eines ganz fundamental, das ist gesunder Menschenverstand. Gut. Dann letzte Frage, ich habe Sie in der Einführung, ich habe Ihre aktuelle Etappe in der Einführung als jene des heiter gelassenen Beobachters geschildert. Bleibt es dabei oder zeichnet sich eine sechste Etappe ab? Nein, ich muss Ihnen sagen, diese fünfte ist so schön, dass ich hoffe, dass es dabei bleibt. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Danke. Danke. Danke.